mir so ein bisschen meine Einleitung verdorben, Freddy. Ich wollte euch nämlich mal fragen, wer hat heute Teller Suppe gegessen? Und wer hat von der Schnippeldisco gehört und war vielleicht sogar da? Yes! Ich möchte euch nämlich kurz eine kleine Erfolgsgeschichte von unserer Schnippeldisco erzählen. Ich bin die Nadja, ich bin vom Slow Food Youth Network und ich habe meine Schnippeldisco-Verstärkung hier mitgebracht, Hendrik und Bastian. Genau, letztes Jahr war die erste Schnippeldisco. Wir wurden gefragt, ob wir eine Tonne Gemüse schnippeln können für Warm seine große Küche. Und wir hatten nicht so wirklich Bock, Leute einfach nur zum Kartoffelschälen einzuladen. Also haben wir uns gedacht, machen wir eine fette Party draus. Haben zwei DJs eingeladen, zusammengearbeitet mit der Green Music Initiative. Und haben Leute zu einer fetten Schnippelparty eingeladen. Wir haben gedacht, naja, hoffentlich kommen so 50, 60 Leute. Es kamen dann über 200 und in dem Film könnt ihr jetzt sehen, wie es letztes Jahr ausgesehen hat. Dieses Jahr waren es dreimal so viele, glaube ich. Wir waren irgendwas mit 500, 600 Leuten und haben geschnippelt. Schaut es euch einfach an und danach erzählen wir euch noch ein bisschen genau mehr dazu. Film ab, danke. Hallo, ich bin Nadja und das ist der Hendrik vom Youth Food Movement, von der Jugendorganisation von Slow Food. Wir veranstalten heute Abend die erste Schnippeldisco Deutschlands. Über Facebook haben wir fast, naja, mehr als 200 Leute hier heute Abend versammelt, um 1,2 Tonnen Gemüse zu schnippeln. Das heißt immer, dass Schnibbeln und Arbeit in der Küche Zeit raubt, dass das keinen Spaß macht, dass wir dazu keine Zeit haben, abends, wenn wir nach Hause kommen. Heute Abend sind 200 Leute gekommen und die haben Spaß dran, es läuft Musik. Und jetzt feiern diese Arbeit in der Küche als einen Akt der kulinarischen Resistance. Wir haben Spaß dabei und schnibbeln ordentlich. Die Küche und ich bin gerade angekommen aus Süddeutschland, wo ich eine Woche lang mit Jugendlichen gekocht habe. Ich komme hier in diese Markthalle rein und da sitzen über 200 Leute am Gemüsesnippern. 1300 Kilo haben die jetzt schon gesnippert und das in einer Stunde. Das ist völlig Wahnsinn. Völlig ist heute hier mit dabei, weil wir das Anliegen der Demo, wir haben es satt, total richtig und wichtig finden. Und wir haben uns mit ins Boot gesetzt und heute zwei DJs organisiert. Und wir möchten auch, weil wir eben eine Schnittstelle darstellen in die Musik- und Entertainment-Branche, wir möchten auch dieses Thema dort mehr publik machen, weil wir glauben, dass es da noch nicht angekommen ist. Und deswegen sind wir heute hier. So viel Lebensmittel verschwendet werden, obwohl dafür so viel Umwelt zerstört wird, um diese Lebensmittel zu erzeugen. Und deswegen gehe ich auf die Demo morgen. Ich bin heute hier, um diese Gemeinschaft der Leute zu genießen, auch ein bisschen was über Ernährung kennenzulernen, vor allem natürlich auch so ein bisschen Zeichen gegen diese Agrarindustrie zu setzen. Normalerweise, wenn man in den Supermarkt geht, man sieht solche Produkte gar nicht. Man hat überhaupt nicht mehr die Möglichkeit zu sehen, was man eigentlich isst. Ich bin hier, weil es eine super tolle Idee ist, die Veranstaltung, weil es Spaß macht und weil es sehr viele nette Leute sind und weil es eine gute Sache ist. Ja, genau. Uns geht es nicht nur darum, dass man die ganze Zeit darüber nachdenkt, was passiert mit meinem Essen, das ist alles so furchtbar. Man sieht die Horror-Dokus, man weiß die ganzen Facts, man sieht CO2-Fußabdrücke und so weiter. Wir wollen auch, dass Arbeit in der Küche Spaß macht, dass Kochen einfach eine alltägliche, tolle Sache ist, bei der man tolle, leckere Sachen rausfindet und dass das auch einfach Spaß machen darf. Und deswegen freuen wir uns, wenn dann auch viele junge Leute kommen, die vielleicht noch nie von uns gehört haben oder von ihrem Essen. Die rennen dann mit Stöckelschuhen mit so einem Sellerie rum und fragen sich, was ist das, was macht man damit? Und dann finden sie irgendwer, der hilft ihnen dabei. Und das war gestern wieder genauso toll. Im letzten Jahr war eine Frau aus Paris bei uns.
Und sie hat die Idee mit nach Frankreich genommen. Und da Slow Food, dass die Jugend von Slow Food ein internationales Netzwerk ist, können wir helfen, in Frankreich Bastien zu treffen, der dort auch viel mit jungen Leuten macht. Und deswegen werde ich jetzt noch das Mikrofon an Bastien geben, weil die Schnüffeldisco, die in Frankreich Disco Soup heißt, ist dort auch eine Success Story. Tell us a bit more about it. Yes, in English, I'm sorry, but danke schön. And I was very inspired by the Wir haben es satt demo today. And the day we will have 20,000 people in Paris or in France demonstrating for a better, good, clean and fair food system, I think we will be all happy, very happy. Because today we can gather maybe 1,000. So, yeah. And actually, I know Henrik for the from the Slow Food International Network, and I was aware of this demonstration last year and this Schnibbel Disco. And randomly, a friend of mine from Paris just finished in the Schnibbel Disco, and she said, we have to do that in Paris, because we know that food waste there is everywhere and every time. So she came in contact with me through Henrik and Nadia, and we started the first disco soup, very small, like 100 kilos of vegetables, not one ton, last 10th of March. But it was such a success that since last 10th of March, we did 10 disco soup. So at the end, we just reached 1.2 tons of vegetable in 10 times, so it's the same movement. But we also make disco salad and disco smoothie depending on the fruit and vegetables we can get from the market and depending on the season also. And in Paris it's working a lot because we do really street food, like we put table on the street and we cook with everyone, so it's cooking for the people, by the people, and we distribute freely through manifestation, demonstration, and it's becoming a huge topic now in France. So I had my colleague Samuel, who spoke for the French government, I don't know where he is here, and now under François Hollande, we have Guillaume Garot, who is the minister for agro, for food, purposes, and he's taking a big fight against food waste, so it's much more favorable than the last Sarkozy government for us. So we'll see how this happens, but France, the government is showing a real willing for fighting food waste, and we are totally in this movement. So, danke schön, and let's schnibbel! Super, das heißt ja immer, first we take Manhattan, then we take Berlin. Aber ich glaube, diesmal geht es umgekehrt. Die nächste Schnibbel-Disco ist in Manhattan. Eine Frage, also nicht, dass wir damit jetzt anfangen, aber Sie dürfen einmal fragen, ja. Just a little question. What's the French word for Schnibbel-Disco? I try to remember. This was a big topic because we tried to translate Schnibbel. It was impossible. Yes. So we really hesitated between keep the Schnibbel and bring the German spirit into our language. But finally, we Francized it. So yeah, disco soup at the end. Okay. Well, thanks a lot. And please, big hands for the disco soup.